Ich war Praktikant bei dir, weißt du, ob du das noch weißt? Ich habe ein Praktikum damals während des Studiums bei dir gemacht. Und dann später warst du mein Vorgänger im Ausschuss. Du warst Ausschussvorsitzender, ich bin dein Nachfolger im Verkehrsausschuss geworden. Jetzt bist du Verkehrsminister in Baden-Württemberg und wir blicken natürlich aus dem Bundestag immer ein bisschen ins Ländle. Nimmt man das wahr in Berlin, dass in Baden-Württemberg was anders läuft? Ob das jetzt der Strategiedialog ist mit der Automobilindustrie, um die Zukunft Antriebswende, ob es das Thema Fahrrad ist, Radschnellwege ist, ob es das Thema Reaktivierung von Eisenbahnstrecken ist oder auch beim Auto das Thema Ladeinfrastruktur in all diesen Feldern, CO2-Einsparung in Baden-Württemberg, top. Und das hat mit deiner Arbeit zu tun. Danke dafür. Wir kümmern uns ums Fahrrad, um Fußgänger und genauso aber auch um Autos und um öffentlichen Verkehr. Denn moderne Mobilitätspolitik heißt eben, alle Verkehrsträger miteinander verbinden, vernetzen, versöhnen und hauptsächlich sie auf Umweltverträglichkeit umgestalten. In den seltensten Fällen ist mir etwas nur ausschließlich. Ich bin mit dem Zug gestern von Berlin nach Stuttgart gekommen, also bin ich Bahnfahrer. Dann bin ich umgestiegen auf das Stadtmobil, also bin ich Autofahrer. Jetzt bin ich mit dem Fahrrad hergekommen, also bin ich Fahrradfahrer. Das heißt, es ist auch absurd, diese Verkehrspolitik aus dem 20. Jahrhundert, dass man das immer nur kategorisch sieht. Wir wollen ermöglichen, nicht verbieten. Wir wollen den Leuten Optionen geben. Wie teilen wir die Fläche in der Stadt auf? Wem gehört die Straße? Ja? Lassen wir Fußgänger und Radfahrer, lassen wir den Platz oder müssen die immer an die Ränder gedrängt werden? Und hier sieht man halt, hier fährt dann halt auch mal die Familie gerne Rad, weil es einfach ungefährlich ist. Und es ist auch eine Besonderheit, die Cargo-Bikes, die es in Stuttgart für die Familien gibt. Für die Familien, das unterstützt die Stadt. Und für Unternehmen unterstützt das Land. Jetzt ist es ja so, du musst nachweisen, dass besonders viele Fahrräder fahren. Das ist ja so, wie wenn du sagst, du musst nachweisen, dass besonders viele Eisenbahnen fahren, damit die Gleise verlegen kannst. Ich meine, wie absurd ist das? Ja. Du machst ja auch Verkehrspolitik, um zu gestalten, um zu entwickeln. Und Ähnliches gilt für Abbiegeassistenzsysteme. Ein Formfehler, den der Verkehrsminister in seinem Haus zu verantworten hat, führt dazu, dass wir jetzt keine neue Straßenverkehrsordnung haben. Also es ist doch absurd, dass im 21. Jahrhundert noch jemand sterben muss oder verletzt wird, nur weil ein Abbiegeassistenzsystem im LKW nicht eingebaut ist, der technisch ja längst da ist und ja Nasenwässerle kostet im Vergleich zur Anschaffung vom LKW. Vor 3-4 Jahren haben wir in Baden-Württemberg den Versuch gemacht, also sprich zusammen mit den Spediteuren, da haben wir 500 LKWs ausgerüstet, also mit Mitteln des Landes. Und als wir es dann gemacht haben, ist der Bund auch drauf gekommen, dass er das machen könnte. Das hat mich ja eigentlich gefreut, dass die uns kopiert haben. Aber es ist irgendwie erstaunlich, dass die selber keine Ideen haben, weiterzugehen. Jetzt machen wir abgemacht. Du gewinnst die Landtagswahl, holst das Direktmandat, sorgst dafür, dass hier weiterhin Verkehrspolitik stattfindet, wie sie zum 21. Jahrhundert passt. Und ich sorge dafür, dass wir das in Berlin ebenfalls schaffen, dass endlich mal der nächste Verkehrsminister nicht mehr aus Bayern von der CSU kommt. Und dann sorgt man dafür, dass Mobilität so organisiert wird, wie man das in der modernen Welt heutzutage macht.